Hey, ich bin Daniel und ich baue in Sims. So, und heute geht's mit dem Erholungszentrum weiter. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir bauen heute weiter. Das ist ein, ja, Erholungszentrum, ein neuer Grundstückstyp aus Die Sims 4 zusammenwachsen. Ich bin hier auf einem 64x64 Grundstück. Das Grundstück, falls ihr das erste Mal reinschaut, hat ein, ja, nobles Gewächshaus hier am Rande des Parks. Es ist so ein bisschen auch in die Umgebung integriert, ne, damit das hier so ein bisschen Park-Style-mäßig aussieht. Natürlich mit Riesenrad, das heißt Gouillare. Wir bauen in dieser Reihe mit allen Packs hier die Schlittschuhbahn bzw. hier Rollschuhbahn aus die Sims 4 Jahreszeiten. Und hier haben wir dann so ein unterirdisches Theater, denn man hat hier so ein paar Anforderungen, ne? Musikinstrumente, Trainingsgeräte, Bibliothekskrams und so weiter, natürlich Kinderspielplatz. Da haben wir noch so vor, ein paar Fahrradständer zu bauen. Hier haben wir einen Basketballplatz und wir haben auch hier das Bibliotheksgebäude mit relativ viel bunten und kindermäßigen Sachen schon mal angefangen. Hier auch so ein bisschen diese, ja, Kinderbetreuungsecke. Unten kommt noch so eine Art Küche rein, was wir ja auch hier brauchen. Hier ist so eine kleine Kunstgalerie, ist jetzt noch nicht fertig hier, ne? Und wir haben dann hier letztes Mal, das war richtig krass, alle Pflanzen im Spiel, alle, ganz alle waren es nicht, habt ihr richtig erkannt. Ich glaube, Kava-Wurzel hat noch gefehlt und so ein paar Sachen, aber wir haben auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viele Pflanzen aus diesen ganzen Packs hier integriert aus den verschiedenen Gegenden, denn das soll so ein Gewächshaus sein, wo man einfach hinkommen kann und dann findet man die Sachen, die man so braucht, die man so will und dann hat man das beisammen und ja, Untergrund haben wir dann auch noch ein Fitnessstudio eingeplant, mal gucken, ob es das wird, doch jetzt erstmal Daumen hoch, dann geht es auch schon los nach dem Intro. Vielen lieben Dank euch! So viele Kommentare kamen gar nicht mal rein. Letztes Mal haben wir hier auch so ein bisschen den Parkbereich gemacht und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir hier den Sandkasten auch fertig machen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir da mal, schreiten wir da mal voran, denn haben wir letztes Mal gemerkt, dass wir da gar nicht auf den Kästchen waren, blöderweise. Sehr blödermals. Ja, dann müssen wir das hier nochmal machen. Dann würde ich sagen, machen wir das mal hier eins zurück noch, ein Stück zurück und gucken mal, dass wir hier den Sandkasten hier erstmal platzieren quasi, ne, um dann das hier so ein bisschen einzukästeln und das geht leider nur auf dem Gitter, aber die können wir ja frei verschieben und dann passt das, denke ich, auch ganz gut, ne, wenn wir das so machen. Und dann könnte man auch noch hier ein bisschen gucken, damit das hier breit zumindest mal reinpasst, dass wir hier die Dinger auf die Kante setzen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, da ist so rum jetzt. Okay, das ist hier vorne der Holzbalken. Wie man es dreht und wendet, ist auch wieder falsch, ne? Wenn ich es jetzt nochmal ein Stück größer mache, dann könnte es auch noch passen. Dann können wir gleich mal gucken. Also es soll so ein bisschen Sonnenschutz sein. Ihr wisst, wie es ist, wenn man was baut, was wirklich dann auch, wenn es warm ist draußen, ne? Dann baut man instinktiv auch irgendwie so ein bisschen mehr Sonnenschutz oder so rein. Das ist, ja. So, wir markieren die beide und vergrößern die so ein bisschen. Ich würde mal sagen, 1.1 reicht schon auch, ne? Und dann haben wir da ungefähr die Größe. Wir können noch ein Stück größer gehen. 1.15, so in den Dreh rum, ne? Dann haben wir nämlich die Balken da auf dem Rand, beziehungsweise ein bisschen auseinander muss es ja noch. Hier schon wieder Nacht. Bisschen auseinander, ne, dass wir da oben mit dem Dach natürlich ja, in der Mitte entsprechend auch die Mitte haben, sonst flackert das eventuell komisch. Und so sieht es auch ganz gut aus, oder? Daumen hoch, hier vielen lieben Dank. Jetzt machen wir hier mal den Sandkasten richtig und dann haben wir das auch hier mal gebonkt hier. Ist immer so ein bisschen blöd, wenn so eine Ecke da Spielkasten sind. Wenn so eine Ecke da noch nicht irgendwie so schön aussieht, ist auch mal schwierig mit den Sandsachen da, ne? Ich will mal den Spielkastensand hier nehmen. Haben wir da ein bisschen mehr das Thema. Wisst ihr Bescheid, ne? Steuerung gedrückt halten. Dann könnt ihr auch gleich wieder entfernen. Entfernen, sprühen. Es darf gerne so ein bisschen überschwappen, aber das war gerade zu viel. Man kann es auch ganz gut immer mit dem ganz Weichen machen und natürlich rund, ne? Weil Sand fliegt ja nicht eckig da irgendwie hin, damit das so ein bisschen aussieht, wie wenn das hier so ein bisschen, ja, drüber weht oder, ne? Wisst ihr Bescheid? Hier noch ein bisschen die ums Eck rum. Dann hat man da auch gleich so eine natürliche Barriere. Diese Pfosten hier, ne? Nicht, dass ein Kind dagegen läuft. Ja, und die können wir hier so drüber machen. Das geht. Das müsste funktionieren. Und dann haben wir da eine schöne Rutsche dazu. Genau. Jetzt haben wir die dann auch. Da haben wir, glaube ich, schon farblich, haben wir die, glaube ich, schon angepasst. Ne? Da haben wir schon geguckt. Hätte das auch gelb machen können. Ich finde das Blau ganz erfrischend. Wobei wir das auch mit dem Gelb machen können. Weil in der Mitte ist ja auch blau. Bläulich. Ja, das Orange passt aber auch ganz gut. Komm, dann machen wir es so. Dann haben wir es
einheitlich. Und damit die Kinder was zu tun haben, wenn die natürlich hier nichts dabei haben, setzen wir da auch noch so ein paar Deko-Sachen mit rein. Der neue Kulala-Kumpel hier, der ist doch ganz witzig. Und dann können wir ja, Spielzeugautos, verlieren die immer im Sandkasten. Es ist wirklich ein Tretschminen-Ding hier. Das ist nicht mehr normal hier. Ein Tretschminen-Paradies hier. Das ist so, Mumpy das Monster hier. Und dann können wir nochmal so ein schönes, genau. Ein schönes, mal das auch mit Orange-Blau, so ein schönes Puppenhaus in Anführungszeichen reinsetzen. So ein bisschen nach hinten, damit es hier am Rand ist, möglichst. Das passt ganz gut, ne? Vom Stil her dazu, vom Holz und so. Finde ich ganz schön. Ich glaube, das passt auch soweit, ne? Ja, okay. Haben wir das auch hier. Hier, okay. Das Zelt. Sollen wir das Zelt auch nochmal integrieren? Ich finde das so sweet immer, wenn die da im Zelt da rumhampeln. Und die können ja auch schlafen. Das ist immer ganz gut fürs Game. Dann machen wir hier das Zelt noch rein. Eine kleine Zeltecke hat jemand aufgeschlagen. Ich nehme irgendwie immer das Bauernhaus, weil ich das so schön finde. Können wir mal gucken, aber ja, ich glaube, ich nehme das hier. Genau. Jetzt haben wir hier das hier. Da kann man ja keine Zäune ziehen, aber man kann, wenn man das Tool hier drin hat, Zäune ersetzen. Dann passt das nämlich hier auch in die Rundung ran. Dann haben wir das nämlich auch mal gemacht. Und hier können wir dann wieder ziehen, entsprechend, wo wir keinen Boden haben. Dann ist das so ein bisschen eingelassen. Finde ich, sieht besser aus, weil wir haben ja nicht wirklich so die Möglichkeit, irgendwie die Zäune ja, richtig zu setzen. Und da an die Kanten muss man dann halt ein bisschen Pflanzen oder so reinsetzen, ne, damit man, weil man kann den Zaun ja nicht bis zum Grundstücksrand ziehen. Wisst ihr Bescheid hier, das geht leider nicht. Und hier kann man auch ein bisschen in das Gebäude rein. Also hier geht es ja nicht, ne, lässt das Spiel hier nicht zu, dass man hier noch weiterzieht. Das ist hier Ende. Ende Ziehgelände hier, okay. Hier natürlich auch dann durchgängig, machen wir das auch. Da haben wir zum Glück das Schild auf der Seite, müssen wir ja nicht überall dann wieder die Pflanzen. Okay. Würde ich mal so machen. Ich finde es einfach ein bisschen schöner. Ne? Es sieht ein Stückel schöner aus. Wieso ruckelt das denn so, wenn man Zäune zieht? Neuerdings. Und dann ist das so ein bisschen eingelassen und nicht so. Ne, Weg, zack, Wiese. Okay. Ich mag auch den Boden nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Der ist so ein bisschen arg grellgrün. Man muss immer so ein bisschen auch in der Umgebung gucken. Hier ist er auch so grellgrün. Aber wir können da auf jeden Fall so ein paar dunkelgrüne Flecken in Anführungszeichen reinmachen. So ganz, nicht ganz sanft, aber schon relativ sanft. Damit das so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie normaler aussieht. Das ist schon sehr, sehr grellgrün, muss man sagen. Ne? Das ist so ein bisschen... Ein bisschen übertrieben hier, ne? A little bit hier, a little bit übertrieben. Und dann hat man da auch gleich so ein Stück weit Variation noch drin, also dass nicht alles so gleichmäßig ist, sondern so ein bisschen auch, ne? Verschiedene Farben dabei sind. Und dann machen wir hier noch so ein paar ganz dunkle Flecken rein als Highlights in Anführungszeichen. Dann hat das gleich so ein bisschen noch so einen natürlicheren Touch. Oder? Das sieht schon gleich ganz anders aus. Wisst ihr, wie ich meine? Das hat so ein... So ein Effekt dann gleich auch fürs Auge. Sieht irgendwie echter aus, oder? Man kann es nicht anders sagen. Es ist so ein bisschen, ja. Okay, hier machen wir so ein bisschen, ne? Gras kaputt hier. Thematik, Trampelpfad-Style hier so ein bisschen. Hier dann auch, würde ich sagen. Ne, da ist so ein bisschen das Gras braun geworden schon außenrum. Was auch ganz witzig ist, man kann das ja auch machen mit so einem, mit diesem Quadratding, das ein bisschen größer macht, dass man hier so tut, wie wenn hier das Gras hier, wie wenn hier auch ein Zelt gestanden wäre, ne? Und hier ist dann das so ausgetrocknet oder so vertrocknet oder so, ne? So ein bisschen, dass man es wirklich so extrem quadratisch macht. Einfach, da, dass das so aussieht, wie wenn hier auch ein Zelt gestanden wäre. Ich finde das voll witzig, das hat irgendwie was. Das ist ein bisschen im Schatten jetzt aber, ne? Man sieht so ein Stück weit... Ja, das sind so Details einfach, ne, die ich ganz schön finde. Jetzt können wir hier das so ein bisschen noch abschmiggeln hier. Abschmiggeln. Abschmiggeln. Ich mag das immer, wenn es so ein bisschen drüber hängt über den Weg. Ne? Das ist auch wieder diesen natürlichen Charakter hier. Ja. Wisst ihr, was wir auch noch machen könnten? Weil es werden wahrscheinlich auch noch weitere Pflanzen kommen in das Spiel. Ne? Das meine ich jetzt hier mit Rand kaschieren, weil wir nicht bis zum Rand den Zaun machen können. Da kommt einfach ein Stück Grün drüber hier.
dass wir Pflanzentöpfe noch außen platzieren, weil dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, oder ich auch dann bei dem Redesign mal oder so, können wir das dann auch machen. Kann ich das nicht verkleinern hier, oder was ist los hier? Wieso geht das nicht? Habe ich doch Move Objects, habe ich doch an hier, ne? Das ist ja wohl... Oh, klar, jetzt geht wieder der Vergrößerung und Verkleinerungs-Cheat. Nee, da kann ich ja wieder leiden, wie die... Ah, jetzt geht's irgendwie, keine Ahnung warum. manchmal ist das Spiel echt komisch. Dann kann man da nämlich noch Pflanzen einpflanzeln. Und ja, die Pflanzen nehmen wir jetzt mal überall so ein bisschen dazu, damit wir hier diese... Ja, damit wir hier diese... Nicht so sehr die Rundung... Sprechen die Form, ne, zur Rundung hin. Dass man die Rundung noch sieht, meinte ich, ne? Machen wir draußen noch so ein paar hin und dann haben wir das auch gelöst. Hier haben wir noch gar keinen Zaun hier genommen. Dann nehmen wir das dazu. So, und zack, und ich sag, oh, das Spiel ruckelt immer, wenn ich auch platziere. Zack, dauert es ein bisschen, bis der Zaun dann kommt. Komisch irgendwie. Zack, zack. Und letztes Mal haben wir schon getestet, die Sims können da auch drüber latschen über die Zäune. Also es ist nicht so, dass das irgendwie eine Barriere wäre oder so für die Sims. Ist immer auch ganz wichtig. Wenn ihr sowas am Grundstücksrand platziert, ne, guckt immer, dass der Hauptteil bzw. die Mitte auf dem Grundstück ist. Also nicht so platzieren, dass die Mitte irgendwie drüber hängt, ne, weil sonst kann es sein, das wird von der Galerie verschluckt. Also möglichst immer viel auf dem Grundstück platzieren. Und möglichst wenig irgendwie außerhalb, weil sonst kann es sein, es wird verschluckt hier unsere Schneggi. So, dann haben wir das auch hier mal. Da würde ich freilassen, dass man so ein bisschen Space hat. Vielleicht können wir noch so ein... Das habe ich mir jetzt überlegt. Also ich finde das Fitness-Dinger-Center unterirdisch eigentlich eine ganz geile Idee. Aber erstens mal mit den Fenstern ist es natürlich blöd. Zweitens mal haben wir da auch das Problem mit dieser Erhöhung. Da könnte man natürlich eine Treppe runter machen und so geht schon alles. Das andere Blöde ist, manchmal blendet es das aus, was im Untergrund ist. Da muss man auch mal ein bisschen gucken. Also das ist immer ein bisschen komisch und ja, das ist immer ein bisschen buggy. Das ist die Frage, ob wir das so lassen oder nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass hier so auch so eine Freifläche ist. Ich würde hier ganz gern... so ein paar Ballsportarten hinmachen. Wir haben ja einen Fußball durchaus. Fußballposter. Fußball hier. Ne, dass wir hier so ein paar Bälle einfach platzieren. Ja, auch hier. Love is love. Natürlich Rainbow. Und dann hat man da so ein bisschen die Möglichkeit, ein bisschen zu kicken. Und wir haben auch noch den Football. Football, den findet er wieder nicht. Ja, danke auch hier. Gehen wir mal hier in den Sport. Weil dann haben wir hier nämlich den Sport auch so ein bisschen mit dabei. Einfach so ein paar Dinger hinschmeißen, in Anführungszeichen. Dann ein bisschen das Wasserbombenschlacht. Ja, damit man so ein paar Aktivitäten hat. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres als so ein Park zu haben und dann ist er irgendwie langweilig. Auch noch so eine Matte machen, Cheerleading-Matte. Ne? Ist so am Wasser, ist doch schön, oder? So Richtung Wasser, dann so ein bisschen, yay. Yeah. Aha, aha. Dann kommen die Leute vorbei und schmeißen ihr Trinkgeld hin, weil sie denken, du machst das hier für Trinkgeld. Nee, das ist ganz cool, denke ich. Ne? Und dann hat man da so ein bisschen die Möglichkeit, ja, das auch noch zu integrieren. Und jetzt lasst uns hier mal noch so ein paar Pflanzentöpfe reinstellen. Ich finde die aus Werwölfe halt so schön, aber die sind halt sehr crunchy. Die Weißen, die gehen eigentlich, oder? Sag mal, da gibt es auch diese Weißen da, ne? Die sind auch schön. Komm, dann nehmen wir die. Die passen ein bisschen besser zum Gewächshaus, auch wenn es Space Game ist. Ist ja mal so ein bisschen ausgelutscht, ne, das Space Game. Und dann können wir hier nochmal so ein, zwei hinsetzen. Mit Absicht nicht symmetrisch, falls jemand fragt. Und dann hat man da nochmal die Möglichkeit, auch so ein paar Sachen einzupflanzen. Ich bin gerade hier im Überlegen, hier haben wir ja den Wasserpark überlegt. Und dann machen wir das Wasser hier rüber. Wassereimer da, was? Da kann man Wasserbomben füllen und dann kann man Wasserbombenschlacht machen. Ist ganz schön. Passt auch ganz gut so zum Gewächshaus Wasser und Eimer und so ein bisschen, ne? Und hier diese Sprinklers-Anlagen.
Natürlich auch perfekt für unsere Felder. Nur jetzt merke ich gerade, die sind ja viel zu klein. Ich hoffe, das reicht noch. Sonst haben wir ein problematisches Problem. Und da kann man auch drin spielen. Also da können auch drin rumhüpfen in diesen Sprinklers. Ich mag das Wort hier. Mach das mit, ich sag das mit Absicht so blöd. Ich finde das auch ganz witzig. Dann wird man da so nass ein bisschen. Ist dann ganz... Ne? Okay. Das ist auch noch eine schöne Überlegung. Die müssen wir auch noch irgendwie reinbringen, ne? Das ist auch noch so eine Sache. Oh, und ich wollte auch noch nach der Palme gucken. Ja, hier machen wir die hinten ran. Das ist ganz gut, denke ich. Dann haben wir da nochmal diese Hochgärten, weil da kann man ja auch noch dieses Besondere reinbringen. Da kann man ja das Fleisch und was weiß ich, was man da alles machen kann an diesen Dingern. Kein Witz. Und das sieht natürlich dann auch mehr nach Gewächshaus aus, weil ja, die sind halt einfach, ne? Das sind halt einfach so Hochgärten dann. Dann ist dann ganz cool, hier nochmal diese Linie hier das reinzumachen. Und wir haben gleich ein bisschen Variation dabei. Hier haben wir ja die ja schon in Braun. Und dann können wir die vielleicht auch noch oben oder so machen. Das sieht dann auch nicht schlecht aus, ne? Mal hier noch so ein paar vereinzelt reinsetzt. Das gleich nochmal mehr Gewächshauscharakter. Ist ein bisschen problematisch hier mit den Fenstern, wenn man die aufmachen will. Das sind die Fenster hier, die haben wir extra nicht synchron hier hingestellt. Aber das ist auch okay. Da kann man hier so ein paar Hochgärten noch reinsetzen. Was haben wir noch? Wuhu-Busch. Das ist natürlich auch geil. Haben wir da noch keinen? Schon wieder so lang her. I'm so sorry, Leute, wirklich. Also immer so ein bisschen bei mir auch jetzt mit dem Erwartungspack gewesen. Habe ich mal eine Woche quasi so ein bisschen Ruhe gemacht. Aber das ist ganz schön. Da könnt ihr nämlich auch aufs Klo gehen. Partybusch hier. Und ich nehme da tatsächlich jetzt die simplen, weil ich das total witzig finde, weil man kann, man kennt die gar nicht. Man kennt immer die bunten irgendwie, vor allen Dingen aus Zeit für Freunde. Und die sind ganz witzig, weil die erkennt man gar nicht auf den ersten Blick. Und man hat trotzdem gleich überall ein Klo, wo man sich verstecken kann. Und wuhu geht's auch hier noch. Ne? Das ist doch eine feine Sache hier. Die können überall aufs Klo gehen hier, das ist ja mal, geil. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier auch nochmal in die Richtung mit diesen Efeu-Ranken, dass wir die noch ein bisschen reinsetzen hier auch. Weil das macht auch nochmal viel aus, finde ich. Ist da nochmal so ein bisschen was rankenmäßig unterwegs ist, was natürlich unterschiedlich hoch, weil die ja auch, ne, so ein bisschen natürlich aussehen sollen alle. Auf der Seite haben wir es ja schon gemacht auch. Ja, ist ganz schön. Auch hier fehlen uns noch die Blätter. Blätters Efeu. Efeublätter ist immer ein bisschen schwierig da ums Eck rum da, ne? Das ist immer so ein bisschen arg blöd hier, muss man ehrlich sagen. Aber hier kann man so ein bisschen verstecken hinter dem Dings da. Das geht ganz gut dann. Das so. Dann mal ein kleineres hier rein. Da ums Eck rumkommen, ohne dass es da so viel reinwächst in das Glas. So ein bisschen ist okay, ne? Und dann die Landhausleben hier drüber, hier Schwamm drüber. Grün drüber. Und dann hat man das hier auch nochmal schön gemacht. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, so. Ja, dann auch noch ein bisschen Action hier noch. Fehlt auch noch eine Säule, merke ich gerade hier. Haben wir da die Säule noch gar nicht platziert, dann waren wir wieder faul. Bestimmt irgendwann mal gesagt, dort hinten machen wir mal anders. Ja, danke, jetzt machst du nie. Doch, wir machen das jetzt. Das ist Fleißarbeit hier wieder, ich weiß, aber es muss auch sein. Das muss. Ja, das muss ja sein hier. Muss es sein. Kann man das eigentlich kürzer machen da? Jetzt, guck mal an, das ist gar nicht mehr so schlecht. Könnte man sogar noch mal so eine Statue oder irgendwie so diese, wie heißt das denn? Diese Dings draufsetzen da, ne? Diese Wetterdinger da, wie heißen denn die? Diese Wetter Anzeiger da. Wisst ihr, was ich meine? Diese haben wir, glaube ich, immer zwei Kästchen gemacht. Ne? Bei der Treppe passen wir mal lieber auf. Bei der Eingangstür würde ich es auch weglassen, nicht, dass das blockiert. Und natürlich hier oben auch nochmal. Mhm. Falsch. Ja, zack. Okay, und dann machen wir die innen auch gleich mal rein. So, so,
Ach, da habe ich nämlich eine schon rein. Mit der Palme stört mich auch noch. Das wollte ich jetzt auch noch ändern. Ne? Das ist immer so. So. Alt gedrückt halten, wisst ihr Bescheid. Ne? Die geht leider nicht höher, weil wir außen die... Geht jetzt doch? Okay. Ah, das ist die andere. Okay. Ja, das ist immer manchmal ein bisschen komisch. Manchmal macht er die Säulen dann extra runter. Manchmal lässt das zu. Einfach probieren. Aber wenn es mal nicht geht, dann liegt es daran, dass ihr da so eine Umrandung habt. Das ist jetzt wieder so ein Vorführeffekt irgendwie, aber irgendwie gibt es das Problem tatsächlich. Ich erzähl keinen Scheiß hier. So. Palme. Die haben wir, glaube ich, eh schon manuell vergrößert, aber ich hätte es dann doch gern, weil wir haben oben, wir probieren es mal noch, dass die noch ein bisschen höher ist, dass die oben schön reinwächst in das Ding. Dann wird die natürlich wieder größer, wird wieder breiter. Das ist wieder der Nachteil davon, aber ich möchte es nochmal angehen. Muss ich nur nochmal gucken, was war denn die Einheitsgröße hier? Das ist 1. Das ist aber gar nicht so schlecht. Ein bisschen kleiner muss es sein dann. Machen wir 0,95. Ja, dann können wir noch ein bisschen rüber, weil hier wächst noch ein bisschen raus. Da ist das schön mit der Brücke da hinten. Und dann ist das, glaube ich, ganz gut. Dann lassen wir, dann fixieren wir die mal. Oh, und unten müssen wir auch noch das Grün reinsetzen. Machen wir auch so ein bisschen rüber noch. Kleine Babypalmchen hier. Wer die da? Ja, da müssen wir wieder gucken, weil die natürlich hier... Na, blöd, dass man die nicht... Und das nicht gleichzeitig hier oben sehen kann. Ja, dass das hier nicht durch die Säulen so arg durchwächst. Das war immer das Problem. Bisschen rigoros. Und hier kann man dann auch nicht wirklich durchlaufen. Aber die Sims können da gut durchlaufen. Man muss halt ein bisschen... Ist halt ein Gewächshaus, ne? Ist kein Dings hier. Das ist immer der Nachteil. Entweder schön groß oder halt... Ja, wie man es dreht und wendet, ist wahrscheinlich nicht ideal, aber so finde ich es jetzt gar nicht mal so schlecht, weil dann wächst sie da schön oben rein in das Ding noch und das war ja schon auch wichtig. Okay. So, dann holen wir uns jetzt noch ein paar Pflanzentöpfe, dass wir hier oben auch nochmal die normalen Pflanzentöpfe haben als Platzhalter quasi, sage ich jetzt mal. Dass man hier nochmal Space hat, das soll ein bisschen dazu animieren, dass man selber nochmal was einpflanzt und ja... Oh, wir wollten ja noch dieses Ding hier platzieren. Dann machen wir die innen ran, oder? Innen ran. So, ein bisschen schräg. Ja, eh rund. Egal. Und dann machen wir hier nochmal diesen Dings drauf. Geht das? Müsste ja eigentlich ja gehen. Diese Wetter-Dinger da. Das da. Saladins Lüge. Was ist wieder eigentlich? Saladin. Saladin nun die Lumpa-Lampe oder was? Jetzt gucken wir mal, ob wir da... Aber da geht er nicht bis an den Rändern, rutscht er mir runter. Da müssen wir dich hier reinsetzen. Und hochleveln ist aber kein Problem. Dann hat die Spitze hier auch einen Sinn. Na, oder dieser Sockel, wie man es auch immer nennt. Dieser Sockel auf der Säule. Dann haben wir da nämlich die Möglichkeit, das hier da schön reinzusetzen. Ja, so ist auch gut. Judy. Ja, weil wir haben überall so ein bisschen Schnörkelkrams hier. Oh, da oben haben wir das auch schon. Guck mal an. Instinktiv wieder die gleiche Farbe genommen. Sehr gut. Dann war es eine gute Entscheidung. Okay, und die würde ich jetzt aber tatsächlich... Die machen wir... Nee, ich würde die schwarz lassen. Haben wir ein bisschen Kontrast auch zum Geländer. Das ist okay. Ja. Okay. Okay, okay. Jetzt müssen wir nochmal rein. Bevor ich es wieder vergesse. Ich bin schon wieder hier am Kreuz und Quer. Ja, alles geht gut. Querbeet hier zu platzieren. Aber dann nehme ich das leicht gebogenes Hawaii. Ah, das ist in der Rundung. Wir machen hier unten so ein bisschen diese. Wir machen das so ein bisschen natürlich. Ne? Das ist unser natürliches Ding. Jetzt hier wieder auch wieder Fleißarbeit. Weil das sieht ja halt blöd aus, wenn das so flach ist. Ne? Das Gras. Das ist ja gar kein Gras, einfach nur eine grüne Platte, wenn man so will. Dann machen wir das mal hier rein. Nicht übereinander. Das ist immer ein Performance-Spar-Ding auch. Ja gut, ich weiß nicht, kommt man an den Baum ran? Müssen wir probieren. Das ist ein bisschen blöd gelaufen hier. Theoretisch müssten die da durchlaufen können durch das Gras, oder? Die müssten theoretisch durchlaufen können. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und hier nehmen wir das Eckgras. Da gibt es ja auch so Dreiecksgras hier. Genau. Dreiecksgras, jetzt in ihrer Bauhandlung.
Kaufen Sie ein Dreiecksgras. Halb so teuer als ein ganzes Gras. So. Ja, das sieht schon mal viel geiler aus. Dann haben wir das nämlich so gelöst. Das finde ich voll cool. Jetzt ist es echt schön. Jetzt können wir noch so ein paar Dekobüsche reinmachen. Ne? Damit das hier so ein bisschen noch ja, so ein bisschen noch blumig. Ich fand den gelben eigentlich gar nicht so schlecht. Ein bisschen blumiger hier aussieht. So ein bisschen wilder. Und ein paar Büsche. Oder das ist wieder schwarz. Müssen wir immer aufpassen. Manche Sachen sind immer blöd. Das ist Indoor immer so ein bisschen shitty. Ja, so Hecke. Hat auch was. Hat auch was. Vielleicht können wir das so als Skulpturdings da irgendwie. Ist auch ganz cool. Haben wir da eigentlich Pferde oder? Pferde hier. Machen wir die da. Die sind ein bisschen schöner als die Basecamp, finde ich. Sehen ein bisschen natürlicher aus. Dann können wir da rechts und links so einen Huhn und einen Hahn, einen Hase und einen Dings hier. Du bist ja, der ist schon wieder Federgestrüpp hier. Dann machen wir hier den Wuhu-Busch weg, wenn wir genug. Dann machen wir das hier so rein und dann lasst uns da nochmal so ein bisschen das Heckenartige hier wachsen lassen. So ein bisschen wilder. Das Wildere. Damit wir da das, ja, das ist doch schön. Oder dicht hier. So also ein bisschen rüber. Noch ein bisschen kommen. Ja, müsste nicht so arg dran klebt an dem Hühnchen hier. Und da ist das doch ganz schön gemacht. Ja, für die Kinder auch was Tolles zum Angucken. So. Okidoki. Machen wir das hier auch? Wir haben noch das Lama. Das muss natürlich auch noch rein. Das Lama hier. Ein Lama. Es fährt nach Alsimhare. Kocht Kuchen. La 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 la. Mir fällt nichts mehr ein. Das ist ja schade. Okay. Hier kommt auch noch ein bisschen das. Bisschen buschig unten rum jetzt, weil der Schatten hier. Weil das Schattenloch. Weil sehen wir gar nichts. Ja, aber das ist doch ganz süß gemacht hier. Genau. Hier können wir es nicht machen. Das ist das Schild, aber es passt auch. Ja, und hier möchte ich gerne noch ein bisschen sprühen. Dass wir hier das Nasse hier nochmal so ein bisschen, das nasse Gras hier so ein bisschen andeuten, ne, sag ich mal dazu. Und ein bisschen blumiger hier alles, ein bisschen Blümchen. Dann haben wir die, und die machen es dann auch wieder so ein bisschen sanfter. So, genau, so ein paar Blümchen. Das sieht einfach schön aus. Was fürs Herz hier, wa? So, dann kommt hier ein bisschen rüber noch. Der passt ja. Genau. Also gut. Genau. Jetzt haben wir hier noch diesen Tisch. Da wollten wir ja letztes Mal auch schon diese Utensilien da noch so ein bisschen drauf bringen, ne? Dass man hier noch die Setzlinge oder Stecklinge oder wie auch immer ihr das nennen wollt, reinsetzt. Das so sehr schön nach Garten einfach aussieht. Und gerne auch so ein bisschen wild, ne, dass das nicht so in Reihe und Glied steht. Samen natürlich, die müssen da auch noch mit rein, dass wir die noch da so ein bisschen. Kann man die nämlich einpflanzen. Ihr habt auch kommentiert, wenn es den Bug da gibt, ne, vom. Gibt ja immer diesen Bug. Wenn man die Pflanzen über die Galerie, dann sind die irgendwie nicht so richtig ausgewachsen und was weiß ich. Das kriegen wir auch noch hin. Und ich platziere jetzt alle drauf. Jetzt nicht wundern, warum macht er das denn auch noch so? Ja, weil die wieder sich nicht so schön platzieren lassen, wie ich das gern hätte. Und deswegen mache ich die so, dass ich die jetzt hier in der Luft platzieren kann. Weil dass die trotzdem ja, auf der Höhe, auf der richtigen Höhe gleich sind. Können wir hier nochmal, was ist das? Das ist hier noch da drunter. Das mal so. Seltene Pflanzen hier. Das goldene Päckchen gibt es ja auch. Wer zuerst kommt, der kriegt es zuerst. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, dass wir die natürlich hier noch mal, ja, das will jetzt wieder nicht. Jetzt wäre die Sonne hier, die kommt an den Rand. Ja, das ist auch ungünstig hier. Alles hier hin. So, genau. Haben wir das auch.
Ah, das ist auch nochmal dieses Wasserspielgedöns hier, ne? Das müssen wir auch nochmal da reinsetzen. Muss hier auch nochmal ein bisschen mehr Wasserspielgedöns geben. Kann man das hier nochmal irgendwo ergänzen oder so? Eigentlich auch nicht so schlecht, wenn man das hier nochmal... Na gut, hier ist es halt ein bisschen dann... Nee, lassen wir das bei der Wet Area. Wet Area. Ja, ein bisschen. Die muss man leider mitbringen, die Picknick-Dinger da, ne? Das ist ein bisschen schade. Aber wir können trotzdem mal eins draufstellen als Deko. Gibt ja noch drei freie. Leiterwegeleins, auch sehr schön. Kleiner Kühlschrank, Mini-Kühlschrank. Blumenbinden, haben wir die schon da? Haben wir die schon da, genau. Okay, das ist gut. Ah, so ein Hochzeitsbogen würde natürlich auch geil aussehen, wenn man den irgendwie nochmal so ein bisschen hier drapiert oder so, ne? Mit den... Kann man das hier so machen, dass das... Müsste eigentlich ja gehen. Ja, man muss es ein bisschen vorziehen, weil sonst ist es hinten im... geht das ja auch noch ein bisschen raus. 1.4. Ja, guck mal, ich habe da Chats schon mittlerweile richtig gut drauf, oder? Daumen nach oben hier, vielen lieben Dank. Und dann kann man das hier so als Deko-Element nochmal einbringen, finde ich ganz geil. Damit das einfach so ein bisschen noch blumiger hier oben blumen, das war nämlich so die Idee dabei. Ich fand das gar nicht so schlecht mit dem Braun, aber tatsächlich, weil das Gewächs, das dann schon sehr simpel ist, will ich das, glaube ich, so machen. Und das Holz passt dann hier zu dem Holz und das passt ja echt gut. Die preisgekrönten Pflanzen kommen hier rein. Da darf nur der anpflanzen, der letztes Jahr dort gewonnen hat, hier das. Das, okay. Ja, jede Ecke soll halt was Besonderes haben. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Das ist jetzt ein Pool natürlich. Brunnen lässt er ja nicht Indoor machen, ne? Das war das, glaube ich. Das war das Blöde. Mal gucken, aber das... Muss ja das nehmen oder nicht. Brunnen kann nicht unter etwas platziert werden. Ja, du bist auch so unter irgendwas. Ja, das ist halt die Shitty, dass die Sims da drin baden würden könnten. Man könnte es mit dem Ding da machen, was aber scheiße ist, um mal echt zu sagen. Weil das sieht man natürlich. Ja, geh weg, ich will das hier. Ja, da können die Sims da nicht durch, aber man hat dann diese X-Dinger da am Rand. Aber das wäre noch eine Möglichkeit, weil da können die Sims nicht drüber laufen. Das ist tatsächlich so, das ist so eine Bodenmarkierung aus Werde berühmt. Und das ist für die Bühne eigentlich, dass die Sims da nicht drüber latschen. Ja, es ist leider so, dass die halt sichtbar ist. Aber wir machen es jetzt so. Einfach weil, ja, dass die da nicht schwimmen gehen, die Sims, ne? Nicht, dass sie denken, oh, cool, ein Pool, da gehe ich schwimmen. Nein. Bitte nicht schwimmen gehen hier. Oh, nee, das flaggert auch noch. Scheiße. Scheiße, Dreckie hier. Echt mal. Oh, nee. Haben wir einen anderen Zaun, der irgendwie schön aussieht? Dann müssen wir damit Glaszaun eigentlich machen. Aber das kannst du ja auch nicht machen. Wie sieht das aus? Oder? Dann kannst du gleich so ein Fischding da reinmachen, oder was? Hier sollte eigentlich wie ein Bachlauf aussehen, ne? Oder so ein, ne? Aber das ist schon ein bisschen gefährlich, um ehrlich zu sein. Wenn die Kinder reingehen, da ist ein bisschen blöd. Das macht so den Raum da so kaputt, ne? Da müsste man das auf jeden Fall eins kürzer machen. Und dass das da hinten dann natürlich nicht, weg ist. Hat uns jetzt gerade hier die Pflanzen entfernt? Das ist nicht dein Ernst, liebes Spiel. Tatsächlich. Nee, dann mache ich das nicht. Das ist mir zu wertvoll jetzt hier. Kommst du einfach ein bisschen weiter an den Rand hier noch. Er hat jetzt wieder gerade die Pflanzen entfernt. Das Spiel ist manchmal ganz buggy mit den Pflanzen. Das ist echt blöd. Ja, das ist da hinten halt. Das hat man nachträglich gemacht, als die ersten Kinder dann ersoffen sind. Falls jemand fragt hier. Ja, das ist echt blöd, dass das so flackert. Sonst hätte ich das so gemacht. Ich meine, die schwimmen ist auch scheiße, ne? Scheiße. Scheiße, scheiße hier. Na gut, vielleicht habt ihr ja noch Ideen. Es ist ja noch nicht aller Tage hier. Komm wieder, keine Frage. Man könnte hier auch noch unterstützen, die Säulen reinsetzen. Wobei das hier vorne ja in der Luft ist. Das ist nicht so günstig. Ich würde es auch da wegen Sichtschutz raussetzen. Aber da vorne kann man es hinmachen. Dann sieht es ein bisschen integrierter aus. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist nicht so ganz... ja, zum Plastikzaun, das sage ich jetzt mal dazu. Ich glaube, wo hören die auf hier? Ja, ne? Ja. Dann machen wir die nämlich so drei Kästchen breit. Dann machen wir drei Stück. Dann sieht es aus, wie wenn es gewollt ist.
Und es ist ja voll verglast. Also man sieht dann gar nicht mehr den Pfosten. Und dadurch finde ich es ein bisschen integrierter. Macht natürlich das Offene so ein bisschen weg, aber... Na gut, na gut, na gut. Besser als das Sims da drin schwimmen. Oder man macht es ganz weg. Geht natürlich auch. Aber wäre dann wieder ein bisschen langweilig. Hm. Ja. Okay. Okidoki. Ist ja nur unten. Oben hat man es ja eh ohne. Ja, da ist so ein bisschen freier. Okay, dann würde ich hier auch nochmal sagen, dass wir da so ein paar, dass wir da nochmal so einen Tisch auch hinstellen. Weil da haben wir ja auch mit dem schönen, schönen Gewächshaus-Set richtig tolle Deko-Sachen auch bekommen. Die wir da auf jeden Fall nochmal draufsetzen können. Da gibt es ja so ein paar hier und da. Und dann haben wir noch diese Hängepflanzen, die wir auch noch mit reinbringen müssen hier. Ist natürlich klar. Die müssen da so ein bisschen überall rumschwirren. Ja, ich glaube, da brauchen wir nochmal ein bisschen eine Folge extra hier. Ne? Das ist natürlich auch ganz toll. Oh, das würde ich sogar bevorzugt hier reinsetzen. Das würde ich sogar... Haben wir das nicht schon irgendwo anders gedacht? Ich dachte, das hätte ich schon mal geplant hier. Mal hier, dann kommst du mal so ein bisschen rüber. Ja, das wird schon geil. Das wird schon richtig cool, glaube ich. Das wird schon richtig schön. Dann kann man noch hier so ein paar Dekopflanzen dazwischen, ne, wo man so ein Eck hat. Dann haben wir das thematisch auch, weil hier ist das unser Tropending. Ne? Die Tropenfrüchte, Südfrüchte so ein bisschen. Und es müssen ja nicht alles Anbaupflanzen sein. Jetzt gehen wir mal hier in alles rein, weil wir haben da noch diese tollen Utensilien auch. Ernteeimer hier. Nee, also ich meinte eigentlich diese hier. Diese Sprays, dann haben wir hier diese anderen Töpfe da. Ich möchte jetzt nicht wieder den gleichen Tisch bauen wie unten, ne? Es soll in jeder Ecke irgendwas Besonderes auch geben, sonst sieht es wieder langweilig aus. Und die natürlich auch in anderen Farben, wenn man die wieder verwertet hier. Aber das wird richtig schön, so ein Gewächshaus, ne? Das ist noch nicht fertig. Viele haben gedacht, es ist schon jetzt fertig, das Gewächs, das letztes Mal. Nee, 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 nee. Also das lasse ich mir ja auch nicht, nehmen. Hier machen wir auch nochmal so einen Tisch. Den muss ich mir dann so holen. Dann das mal oben drauf stellen. Und jetzt sind wir wieder raus. Ach, scheiße. Ich halt wieder die Scheiße. Scheiße, 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 immer Scheiße. Ja, ja. Manchmal habe ich dort irgendwie so Intus. Keine Ahnung. Okay. Aber gefällt es euch denn? Schreibt mir das mal. Ist mal ernsthaft. Also wirklich. Jetzt nicht irgendwie rumdrucksen und sagen, ja, Daniel, gefällt mir. Sondern sagt mal wirklich, ist das hier cool oder ist das nicht so cool? Also habt ihr da noch irgendwas, was ihr sagt, nee, da muss man, das fehlt hier noch und hier und da ist noch. Musste unbedingt hier und. Gibt es da immer irgendwas, ne? Wo man jemand noch ein Objekt sieht, wo ich dann wieder überspringe 10-mal und. Snackpack. Was ist da? So Töpfe, das brauchen wir auch noch. Ja, das muss ja auch noch, da muss ja auch noch dazu hier. Die kann man eigentlich auch ganz gut vergrößern, also bei so dreckigen Töpfen da, finde ich, fällt das gar nicht auf, dass die so matschig sind, weil die Tontöpfe sind ja so matschig an sich, ne? Also die sind echt. Nur einmal aber vergrößern, weil sonst wird's bisschen unförmig rund, ne? Also nicht mehr ganz rund, da ist, dann sieht man dann die Ecken. Hier kommt auch nochmal dieses Spray dazu. Das können wir auch mal nochmal umfärben. Was anderes haben. Das Blaue sieht sehr giftig aus. Die sind auch sehr schön. Die sind auch richtig schön. Ne, und so schlängelt sich das dann durch, glaube ich, so. Und dann hat man dann wirklich ein schönes Gewächshaus, was auch echt was fürs Gameplay halt bringt. Das ist ja immer das. Ne, dann hat man da so die tollen, schönen Gewächshäuser, aber irgendwie geht man da dann nie rein. Und da hat man wirklich dann jetzt einen Ort, wo man relativ viele, ich will nicht behaupten alle, aber relativ viele Pflanzen und Blumen und alles mögliche Früchte und sowas findet. Und das ist schon auch ein richtiger Mehrwert einfach. Das ist immer das. Ne, dann geht man nicht nur zum Erholungszentrum, um hier irgendwie Erholungszentrum-Gameplay zu spielen, sondern hat hier auch richtig, ja, was Tolles dabei hier, was man sonst nirgends hat. Okay, soweit mal so gut. Nächstes Mal geht's weiter mit euren Ideen. Ich möchte nicht alles zubauen erstmal.
Habt ihr bestimmt auch noch so ein paar Ideen. Und dann beantwortet mir bitte nochmal die Frage zu dem Fitness, ob wir das Untergrund machen sollen. Ansonsten würde ich einfach im Obergeschoss so ein paar, so ein Pavillon auch, so ein Zelt machen vielleicht. Und, oder so ein festes Zelt vielleicht hier machen, ne? So ein Unterstand aus Holz mit schönem Dach und so kann man auch machen. Da dann die Fitnessgeräte drunter, so ein bisschen die Mucki-Ecke. Ohne dass gleich ein ganzes Fitnessstudio ist, weil ein Fitnessstudio will ich eigentlich nicht einrichten. Das ist ein bisschen mein Bauch wieder mit auch. Ja, da müssen wir wieder so eine Theke und so, ist eigentlich so die Frage. Und im Untergrund ist auch nicht so schön zu spielen, ne? Das ist besser, wenn man das in der Natur dann die Hantelbank da irgendwie ein bisschen bedient. Muss ja nicht das neueste Modell sein, sonst kann man eh in mein schönes Modern Gym gehen. Das fände ich, glaube ich, besser. Und dann machen wir da unten statt in Fitness vielleicht das Klo rein. Also die Toilettenräume, die richtigen Toilettenräume. Und hier kommt dann noch so die Küche mit so einem schönen Tischen dazu, ne, zum Essen. Auch so ein bisschen wieder, es ist so ein bisschen kindisch alles, ne? Ich sage jetzt kindisch, aber ihr wisst, wie ich meine. Ein bisschen bunt, so ein bisschen Kids halt irgendwie. Family natürlich primär, aber Kids schon. Und da machen wir natürlich auch noch schön. Da könnt ihr auch noch mal was kommentieren, falls ihr das mögt und da was habt, wie das aussehen sollte, was da drin sein müsste. Weil dann macht ihr das vorher und nicht hinterher und dann passt das ganz gut. Ich bin schon ganz gut vorangekommen. Ich würde auch mal behaupten, dass wir nächstes Mal, je nachdem, ob wir das Fitnesscenter ausbauen oder nicht, vielleicht schon das Finale haben, aber mindestens das Vorfinale. Das heißt, letzte Chance voraussichtlich für das Erholungszentrum nochmal zu kommentieren. Vielen lieben Dank euch dafür schon mal und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel, macht's gut. Ciao.